Das subjektive Altersempfinden hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die moderne Medizin sichert eine immer höhere Lebenserwartung. Häufig kommt es dennoch zu körperlichen Einschränkungen im Alter. Mit technischen Hilfsmitteln sollen diese abgemildert werden. Es gibt halt mittlerweile sehr, sehr frühe Assistenzsysteme, wo man eben praktisch auch nutzen kann, um eben auch länger in den Wohnungen bleiben zu können. Das heißt, von Sensormatten über Haltegriffe, über Hausnotrufsysteme, über bestimmte Badeinrichtungen und, und. Der demografische Wandel stellt alle Industrieländer vor eine Herausforderung. Der Fach- und Interessiertentag Alter ohne Grenzen in der Deggendorfer Stadthalle setzt auf einen grenzüberschreitenden Austausch. Kommunikation ist natürlich wichtig, nicht nur mit Deutschland, aber auch mit anderen Ländern und vor allem zum Austausch, dass man sieht, wo die Unterschiede sind, wo die Gemeinsamkeiten sind. Aber da muss man auch sagen, dass die Entwicklung in Deutschland anders war und länger ist als in Tschechien. Und deswegen ist es hilfreich für Tschechien, sich es anzuschauen und gleichzeitig aber auch die Entwicklung und die Erfahrungen von der sozialen Arbeit in Tschechien auch an Deutschland weiterleiten, weil man könnte aus beiden Ländern da die Erfahrungen zusammenknüpfen. Můžeme i my obohacovat ten váš systém sociální práce. Markus Sackmann, dem bayerischen Staatssekretär für Arbeit und Sozialordnung, wurde im eigenen Leib demonstriert, wie sich ein gebrechlicher Mensch fühlt. Mit einem Simulationsanzug wurde die Situation nachgestellt. Keine einfache Aufgabe ohne Hilfe. Dem Freistaat ist dies bewusst und darum wird er aktiv. Ein ganz neues Projekt, das ich zum Beispiel heute mit erwähne, ist das Projekt Marktplatz der Generationen, wo wir auch dort ältere Menschen unterstützen wollen, auf dem Weg weiter in der Eigenverantwortung tätig sein zu können. Oder aber auch der Gedanke der Seniorengenossenschaften, den wir vor 2 Jahren auch auf meine Veranlassung hin in Kronach zum Beispiel gestartet haben. Der Wandel in der Gesellschaft ist unaufhaltbar. Nicht nur die Politik muss sich darauf einstellen, sondern wir alle.